Wir machen heute weiter mit Immortals Phoenix Rising, dem dritten DLC, und ich habe mir das Pferdchen kaufen können, denn natürlich mache ich nebenbei immer noch diese Daily Missions, bekomme dafür ein paar Elektra und kann ja dann im Hauptspiel das eintauschen gegen cooles Zeug. Und da ich dieses Set nicht so schlecht fand, habe ich mir einfach das Pferd geschnappt von, ja, von wem eigentlich? Ist das das Stadion-Set? Ich glaube nicht, wie heißt denn das hier? Können wir mal kurz gucken, denn auf der Klamotte dürfte es nochmal draufstehen. Ja, ist ganz cool, also daran erfreue ich mich immer noch, dass wir optische Anpassungen haben. Da steht es, ach, des Strahlenden, das strahlende Set. Da fehlen mir noch die Flügel, der Helm und glaube ich auch der Phönix, also Phosphor. Dann hätte ich es komplett, aber sieht ganz schnieke aus. Und ja, ich denke, zu der Dame passt es doch auch besser als zu unserem Phoenix. Und jetzt machen wir weiter. Ein paar Worte, bevor wir jetzt hier losspielen. Ich habe ja für mich selber offscreen noch ein paar Dinge erledigt. Und das, was ich im letzten Teil bemängelt hatte, das hat sich hier durch die Bank weggezogen über mehrere Stunden. Ich bin immer noch bei der Meinung, das ist gut, dass es schwerer von der Schwierigkeit geworden ist. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Aber diese Massenkämpfe, die du in einer Tour hast, das gefällt mir auch immer noch nicht gut. Es passiert sehr häufig, also das betrifft nur diejenigen, die auf Albtraum spielen. Ich hatte ja so einen coolen Kommentar, der gemeint hat, ich soll mich nicht so dumm anstellen. Ja, also bei solchen Sachen, da würde ich am liebsten einfach diese Person komplett... Was kann man machen? Man kann es ja blockieren, solche dummen Sprüche. Denn wer Immortals Phoenix Rising gespielt hat, so wie wir das auch gemacht haben im kompletten Let's Play, und wir waren ja schon auf Albtraum, wir haben ja festgestellt, wir waren nicht wirklich gefordert. Das Spiel war ja bis hierhin einfach unterfordernd. Ist einfach so, es war nicht wirklich schwer, aber die Rätsel und ein paar Zeiträtsel, die waren richtig cool und knackig, auf Albtraum wohlgemerkt. Und das hier, bei dem dritten DLC, da merke ich in einer Tour, die Kämpfe sind hier das Problem. Das ist wirklich richtig, richtig herausfordernd und das Spiel möchte anscheinend, dass du nicht so einfach durchkommst. Du bist quasi gezwungen, hier an dem Altar... ja, eigentlich permanent diesen Bonus zu nehmen, dann diesen Bonus zu nehmen. Also alles, was hier unten ist, muss man prinzipiell mitnehmen. Es sei denn, du bist sehr masochistisch veranlagt und willst es einfach ohne irgendwelche Hilfsmittel und Güter alles schaffen. Dann hast du dir eine wirkliche Herausforderung ans Bein gefesselt. Kann man machen, wer Zeit hat und nichts Besseres im Leben zu tun hat, der kann das natürlich gerne so machen. Aber da wir ja hier kein Twitch-Stream sind, wo ich meine Brötchen mitverdiene, muss ich ja auch zusehen, dass ich ein bisschen Zeit spare. Und es ist deutlich intelligenter, auf Albtraum zumindest, das hier alles zu benutzen. Ich habe sogar das Gefühl, dass es extra genau für diesen Monos hier unten diese extra Features eingebaut wurden, dass man auch ja das immer schön nutzt. Und es ist ja auch gar nicht so eine Verschwendung. Denn wir gucken mal, was kostet das? Das kostet 3 dieser Platten, wo auch immer ich die herkriege, dann 10 rote Steine und dann die blauen, ist jetzt auch keine Mangelware. Und wenn du einmal in einen Monsterkampf reingehst, da hast du ja easy peasy mindestens 10 rote Scherben wieder zurück. Als ob man da weniger als 10 kriegen würde. Du kämpfst ja schon gegen 40, 50 Monster. Das ist ja das Ding. Es sind einfach zu viele Kämpfe. Hat es mal jemand auf einer kleineren Stufe gespielt, außer Albtraum? Sind da die Kämpfe genauso in der Häufigkeit? Wenn ja, ist es ja auch egal, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann so hart wird. Und ich habe auch gestern wieder festgestellt, es ist wirklich so, dass die Meute hier mitlevelt. Denn ich habe jetzt nochmal meine Ausrüstung stärken können und die Axt habe ich auch verstärken können. Und siehe da, schon sind aus sämtlichen blauen Gegnern auf einmal alles lila Monster. Und wir kennen ja noch vom Hauptspiel, lila ist die Farbe der härtesten Gegner. Tja. Und oben rechts, jetzt seht ihr schon, jetzt habe ich so lange gelabert, dass mein Bonus weg ist. Wir werden mal kämpfen. Habe ich Bock jetzt? Ich mache die mal kurz platt. Oh. Warte mal. Der Angriffsbutton geht nicht. Ich glaube, mein Controller ist defekt.
Der ist mir nämlich gestern runtergeplumpst und ich habe festgestellt, als ich das Spiel starten wollte, hat der X-Button nicht funktioniert, um das Spiel zu starten. Hier im Menü kann ich aber den X-Button wieder benutzen. Ich habe noch einen anderen Controller und dann hat es irgendwie funktioniert. Weil irgendwie greift gerade nicht der Angriffsbutton. Weder Viereck noch Dreieck funktioniert, wenn ich ihn drücke. Puh, mach ich ihn jetzt. Ich habe jetzt mal online nachgeschaut zu dieser Controller-Problematik und machen wir mal einen kleinen Exkurs, denn ich habe gelesen, bei vielen hat es geholfen, einfach nochmal sehr hart auf den Controller zu schlagen. Und es hat geholfen. Das ist das Einzige, was funktioniert hatte. Ich habe ihn quasi aus großer Höhe nochmal richtig krass nach unten auf den Boden gepfeffert und alle Tasten gehen wieder. Vielleicht war es ein Wackelkontakt, also um mal das Problem nochmal genau zu beschreiben. Wenn ich die PlayStation-Taste drücke, den Home-Button, dann kann ich hier alles perfekt drücken. Alle meine Tasten haben funktioniert, sobald ich aber im Spiel war, haben ein paar Tasten nicht mehr funktioniert. Und ich wusste nicht, woher das lag. Ich wusste aber, das lag bestimmt an dem Sturz von gestern Nacht. Und es hat auch nichts geholfen, denn Reset hat nichts geholfen, bis ich diesen Tipp gelesen habe gerade eben. Und ich muss sagen, das war echt ein glorreicher Tipp. Die PlayStation-Controller halten ja schon einiges aus. Und im Endeffekt, was will man machen? Der Controller wäre sowieso im Arsch gewesen, also geben wir doch dieser einen rabiaten Variante nochmal eine Chance. So quasi nach dem Motto, wenn du einmal einen Schlag auf den Kopf bekommst und Sachen vergisst, dann hau doch nochmal drauf, dass du dich an die Sachen wieder erinnerst. Und genau so hat es funktioniert bei dem PlayStation-Controller. Also wer da Schwierigkeiten hat, haut den einfach gegen die Wand. Und zwar mit Schmackes, aber nicht so, dass er zerspringt. Und dann ist der Wackelkontakt auch wieder in Ausgangsposition, so wie es vorher alles war. Schön, jetzt kann ich hier nämlich auch draufhauen. Ach, haben wir Schaden bekommen, egal. Oh, Schweinhund. Jetzt ist unsere Stärkung oben auch fast wieder weg, was ich sehr, sehr schade finde. Das heißt, ich müsste nochmal mich neu zu dem Altar begeben, um dann ein paar weitere Stärkungstränke oder Boni abzugreifen. Aber egal, gehen wir erstmal zu Poseidon und quatschen dem mal an, was der haben möchte. Oh, hey, Menschlein. Kennst meinen Namen immer noch nicht, hm? Ich überlege gerade, woher die Stimme ist. Woher ist denn die Stimme von Poseidon? Ja, aber wir kennen beide meinen Namen, oder? Das stimmt. Also, ich schätze, du brauchst Hilfe. Menschlein, du machst das alles so gut. Ich verstehe, warum Phoenix dich als Heldin gewählt hat. Irgendwo in dieser Wildnis wachsen die seltensten aller Blumen. Die wunderschönen. Also, das nehme ich an. Ich habe sie nie gesehen. Stinkblüten. Hab schon ein paar. Stinkblüten? Oh, ist Echo hier? Ich dachte, sie wäre auf dem Berg Kitairon. Ja, du sollst Stinkblüten für mich finden. Die einzige Art Blume, die selten genug ist für meine seltene Blume. Deine was? Okay, ich kann nicht den ganzen Tag plaudern. Es wartet eine Menge Arbeit auf dich. Für mich. Kümmer dich drum, ja? Vielleicht wird er das ja irgendeiner Liebsten schenken. Ach, und er denkt... Du bist echt heftig. Ich weiß. Aber ich kann dem Kerl irgendwie nicht böse sein. Oder bin ich's? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also er denkt, ja, seine Angebetete, die ist ein sehr seltenes Stück und da kommt ein Geschenk nur gleich, was ebenfalls so selten ist wie die Frau selbst. Und das sind hier anscheinend Stinkeblumen, bis er feststellt, oh, die Stinkeblumen sind aber sehr stinkig. Und da wird doch meine Angebetete mir eher... Ja, eine strittige Rechnung ziehen, denn sie wird mich verlassen, indem ich hier einfach irgendwelche Blumen schenke, die nichts bringen. Dann wird sie sich ärgern und Poseidon ist sauer und in dem Moment, wo er sauer ist, wird er sich uns anschließen als Frust. Ja, ich glaube, das ist so, wie es dann passieren wird. Ich finde auch immer noch, dass der Angriffsbutton, wenn ich den gedrückt halte,
So, jetzt seht ihr genau das Problem, was ich ja immer habe hier bei dem Spiel. Es sind einfach zu viele Monster, die immer wieder kommen. Und du kannst auch nicht wirklich flüchten. Die kann ich nach oben pfeffern. Glück gehabt. Ja, wir kriegen auch ziemlich viele Essenzen. Ich meine, hier geht's jetzt noch. Und das ist ein bisschen schade. Also ich habe mich jetzt damit angefreundet, weil ich weiß, wie ich jetzt zukünftig vorgehen muss. Ausweichen ist... Was ist Ausweichen? Also ein Rückzug ist hier oft das richtige Mittel. Nur es wird schwierig, du kannst nicht immer kontinuierlich zurückweichen, denn wenn du ein paar Meter gehst, ist die Gefahr sehr groß, dass dann neue Gegnerhorden auf dich warten. Wir hatten jetzt hier wirklich Glück, weil normalerweise kommen ja nochmal mehr Monster und es wird nochmal schwieriger. Also ich muss sagen, ich bin ja schon dankbar, wenn es nur ein paar kleine Wellen sind, mit nur ein paar schweren Gegnern. Es gibt jetzt auch Truhen, die ich gefunden habe, oh, die sind so scheiße stark bewacht. Da brauchst du auf jeden Fall irgendwelche Hilfsmittel, weil sonst schaffst du das nicht. Und ja, Stinkblüten muss ich jetzt sammeln. Machen wir das oder gehen wir erstmal noch zu der einen Nymphe? Da sollten wir doch ein Hain finden. Also ein Heim. Wohl eher gesagt, das neue Heim, der Hain. Und ich guck mal auf der Karte, wo wir da genau hin müssen, ne? Also die Stinkeblumen, die sind hier oben. Dann machen wir das nicht. Dann gehe ich erstmal zur Nymphe. Und diese Belohnungen, die sind auch ziemlich krass. Ich habe nämlich festgestellt, es gibt Unterschiede. Wir sehen bei dieser grünen Belohnung, das ist so eine Art Wirbel. Könnt ihr das Muster erkennen? An der Rand sind doch so eine schwarzen Fransen. Das sieht so aus, als ob da so ein Wirbelsymbol existiert. Ein normales grünes Essenzsymbol ist durchweg grün. Und das ist für mich ein Zeichen, dass das ein stärkerer Effekt ist. Das sollte man auch wissen. Also überall, wo ihr diese schwarzen Ausfransungen am Rand seht, das sind, ich nenne es mal Stufe 2 Essenzen. Eine stärkere Form der normalen Essenzen. Und die sollten wir auf jeden Fall reinsockeln. Das hat dann als Effekt zum Beispiel, wenn wir so eine rote Essenz reinhauen in ein Feld, wo wir Gesundheit plus 1 bekommen, dann würde ich durch diese Essenz plus 2 kriegen. Das ist der Unterschied. Das ist mir auch erst irgendwann vorher vor ein paar Stunden bewusst geworden. Also da auch ruhig mal ein Augenmerk drauf legen. Ist schon cool, also diese neuen Mechaniken greifen ganz gut ineinander. Man darf sich nur nicht kirre machen lassen und sich überfordert fühlen, weil die Schwierigkeit so rapide anzieht gegenüber dem ersten. Boah, mit Alter. Ich habe mich jetzt richtig erschrocken. Das war mega laut gerade. Ich weiß auch gar nicht, warum diese Hühner so rumschreien. Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn ihr gerade hier das Video so hört. Aber über die Kopfhörer, Alter, das war richtig, richtig krass laut. Oh, Alter, kann das sein, dass diese hässlichen Scheiße nur hier nerven, richtig? Oh, und... Alter. Ich krieg schon wieder einen Hass. Ja, werden wir gleich verlieren. Und gegen die Leute kämpfe ich auf gar keinen Fall. Rückzug. Weil ich habe mich hier nämlich mega dumm angestellt. Ich bin reingelaufen und dann ist auch unsere Heldin einfach... Wollte sie wieder hochklettern irgendwo. Ja, und jetzt mache ich genau das, was ich sonst auch immer mache. Rückzug, aufheilen, Stärketrank benutzen und dann wieder von vorne hingehen. Das ist genau das, wie man hier auf Albtraum spielen sollte, wenn man irgendwo einen kleinen Fehler macht. Denn das kann man überlegen. Entweder versuche ich es trotzdem, weil ich habe ja hier noch eine Wiederbelebung, aber
Das will man ja nicht opfern. Ich habe jetzt ein paar Ressourcen bekommen. Wir waren vorher bei 13, glaube ich. Wir haben jetzt fast wieder 40 und können hier einmal eine Stärkung nehmen. Und ja, ein bisschen was auf Verteidigung können wir ebenfalls nehmen. Genauso macht man es nämlich. Und erhöht den Schaden durch Heldengaben, das brauche ich nicht. Das war vorher ganz stark, einen Heldenschub zu benutzen im Hauptteil. Wie stark hat bitte der Schaden reingezwirbelt, als wir den Schub genutzt haben? Hier ist das eher so, du kannst es so 2-3 Mal im Kampf benutzen und der Schaden ist okay. Er betäubt ja auch nicht wirklich. Den meisten Schaden machen wir dann eher durch unsere Schwertangriffe. Und deswegen ist jetzt, weiß ich nicht, ein Bonus nochmal zu nehmen auf genau diese göttlichen Fähigkeiten, halte ich für unnötig. Deswegen lasse ich das erstmal hier weg. Oh, wir sind sogar in der Nähe einer Truhe. Ich glaube, die konnte ich noch gar nicht öffnen. Da fehlt mir eine göttliche Kraft, oder? Irgendeine göttliche Kraft hatte mir, glaube ich, gefehlt. Ja, für diese Aktion ist ein Wunder nötig. Tja, keine Ahnung, was für eins, denn wenn ich mal auf die Karte gucke, Wunder können wir immer nur hier auslösen, ne? Bei diesen Altarplätzen, ne? Die so schön leuchten, ne? Und bei dem Altar weiß ich, da brauche ich 3 Chimären-Items, super seltene Gegner, und dann kann ich dafür sorgen, dass Gift verschwindet. Das hier hat aber nichts mit Gift zu tun, also muss ich irgendwo anderes, einen anderen Effekt finden, ne? Naja, mal gucken, wie weit wir kommen. Aber es bleibt spannend, also das Spiel ist wirklich deutlich frustrierender. Oh, was ist das? Da wären wir. Hey, du! Ich glaube, diese Wühltiere haben auch diesen Hain befallen. Ich muss sie vertreiben, wenn hier die Nymphe einziehen soll. Nicht gut. Wir können doch nicht die Nymphe hierher holen. Weil wenn die sieht, dass hier so Wühltiere sind und ich besiege die, würdet ihr dann euch hier heimisch fühlen, wenn ihr wüsstet, hier hat schon mal eine Armee von Ungeziefer sich niedergelassen? Ich würde das niemals machen. Das würde ich niemals machen. Da kann Phoenix hier 3-mal alle Monster ausmerzen, ne? Ich muss ja davon ausgehen, dass die irgendwann wiederkommen. Das wäre mir zu gefährlich. Dann bleibe ich lieber bei Demeter. Würde ich als Nymphe sagen. Also, wie man es nimmt. Ich weiß jetzt, wo das Problem mit deinem Garten liegt. Unter den Wurzeln lebt eine Nymphe und die nimmt alles auseinander. Ach, Zeus sei Dank, dass das alles ist. Ich dachte schon, ich wäre manisch geworden. Naja, Zeit, eine Nymphe zu ernten. Halt, nein! Sie braucht doch nur ein Zuhause. Ich glaube, wenn ich dieses Stück Land für sie herrichten kann, würde sie auch umziehen, ohne dass du sie erntest. Ich persönlich hätte die kleine Nervensäge einfach weggemäht, aber ich vertraue dir mal. Wenn du hier aufräumen willst, wirst du dich um diese buddelnden Echsen kümmern müssen. Ich bin ihnen schon begegnet und musste sie zerstampfen, um sie aus meinem eigenen Garten zu vertreiben. Eigentlich wäre das gar keine schlechte Idee. Jetzt kriege ich Stampfattacke? Das verleiht dir die Fähigkeit, die Echsen aus ihrem Versteck zu stampfen, damit du dich um sie kümmern kannst. Dann mach mal. Nymphen hin oder her. Ich hab zu tun. Das ist eine neue Fähigkeit. Wir können das echt stampfen. Bestimmt X drücken, wa? Nee, R2. Mal. Die machen irgendwie so blöde Giftattacken, kann das sein? Wir bekommen leider auch keine Gesundheitspunkte zurück, das ist jedenfalls nicht gut. Jetzt hat er mich auch gerade verdrückt.
Wenn ich jetzt Pech habe, schaffe ich das nicht. Naja, ich könnte ja hier einen Baum umholzen und das auf die Gegner werfen. Ach komm, machen wir einfach hier. Kann das sein, dass die irgendwie so eine Art Erstschlag haben? Sobald die rauskommen, schießen die sofort instant. Das war schon besser. Ich muss sie abwarten, so ein bisschen. Also wenn der rauskommt, erstmal ausweichen, weil er nämlich schießt. Okay, so weit, so gut. Jetzt haben wir ein bisschen Energie auch wieder zurückbekommen. Ach, ich sag's auch noch. Okay, so weit, so gut. Vielleicht kommt noch mal eine Horde. Naja, und so geht's natürlich. Wenn die einzeln auf mich zukommen, dann ist das absolut in Ordnung. Jetzt haben wir auch so viel Energie bekommen, dass es wieder ausreichen sollte, sich noch mal neu zu stärken. Na, haben wir es jetzt geschafft? Ich glaube, ich soll hier noch mal stampfen, oder? Wo ist denn das im Bulletin? Wo ist der Questmarker? Ja, es war klar, dass wir hier nochmal was Neues reinsachen können. Machen wir auch dann gleich. Aber erstmal gehen wir hierhin zurück. Da bekomme ich schon mal eine grüne, sehr wertvolle Essenz. Okay, ich muss hier Gott sei Dank nicht für ein paar Verschönerungen sorgen. Also ich muss jetzt nicht hier umgraben oder so, unter die Erde glatt rütteln. Alles nicht notwendig. Aber wir müssen mal nach hier drüben, denn hier... Oh, hier war ich schon. Das war ein sehr hartes Gebiet. Zumindest als ich das erste Mal hier war. Ja, ich muss mir erstmal aufheilen. Und auch hier bin ich so dankbar, dass nicht nochmal neue Monster gespawnt sind. Das heißt, wir haben einmal eine Wiederbelebung uns eingespart. Da bin ich wirklich super zufrieden. Und ich habe mich auch ein bisschen noch mit den Sockelplätzen beschäftigt und mir ist aufgefallen, dass es gibt ja hier so einen Vereisungseffekt. Nimmt den nicht. Warum auch immer, es ist zwar cool, einen Gegner zu vereisen, aber wenn der in dem Eiszustand ist, nimmt der keinen Schaden. Das ist total komisch. Also der Gegner ist vereist und man würde jetzt meinen, okay, wenn ich ihn schon vereist habe wie Sub-Zero, naja, dann werde ich ihn doch mit einem Axtschlag zerbröseln können. Nee, der ist immun gegen sämtlichen Schaden, wenn er vereist ist. Warum? Warum? Oder ich kann ihn mit der jetzt neu gewonnenen Fähigkeit zerschmettern. Müsste man testen, aber der Eiseffekt scheint erstmal sinnlos zu sein. Wer da ein bisschen mehr testen konnte, ruhig mal reinschreiben, weil ich will wirklich, wirklich wissen, ne, was es damit auf sich hat. Es kann nicht sein, dass dann ein eigentlich für mich positiver Effekt hier keine Auswirkung hat. Das finde ich wirklich sehr seltsam. Ja, hier werden wir schon mal freischaufeln ein Stück. Und dann, was können wir noch machen? In der Luft. Da muss ich gleich wieder an die Worte von Tanker denken. Der ist ja ein Freund von Magma-Kombos hintereinander. Ja, hätte ich jetzt mehr Energie, würde ich es auch machen. Es ist jetzt eine Überlegung, den 4x-Button gedrückt zu halten, dass ich nach oben in die Luft den Gegner schleudere. Und dann mache ich einfach einen Skill-Stampfer nach unten. Ne? Aber es frisst ja alles Energie und ich bin eher hier auf Albtraum, finde ich es besser, den Heldenschub zu machen. Weil der Heldenschub macht nicht nur Schaden, sondern ich kann damit auch besser ausweichen. Und das ist... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache das nicht. Aber ich kann hier noch was reinsockeln.
Mal gucken, was können wir hier denn, denn nehmen? Oh, das ist gut. Kettenblitz ist in Ordnung. Das nehme ich mal mit rein. Und hier können wir schon mal ein bisschen Gesundheit wiederholen. Hier, das meine ich. Das ist nämlich genau so ein Effekt. Plus zwei Felder. Und das hatten wir ja bisher noch nicht gefunden. Das ist, glaube ich, das einzige dieser Art, was selten war. Aber wir haben doch was Grünes bekommen als Belohnung, oder? Ach nee, das müssen wir abholen. Na egal, komm. Ich nehme erstmal hier ein bisschen Ausdauer, Quatsch, Gesundheit mit rein. Und dann mal gucken, wie weit wir damit kommen. Und jetzt holen wir uns die Belohnung ab. Ja, aber was die auch an Schaden machen. Und das fand ich auch gerade komisch. Aber schaut mal, der ist doch aus der Erde, kam er raus und hat gerade ausgeschossen. Und wir waren in der Luft und er hat uns trotzdem erwischt. Komisch, oder? Dieser eine Giftspritzer hätte uns gar nicht treffen müssen. Was können wir jetzt hier machen? Wir müssen die Fackeln entzünden. Aber wie? Reinige den Fluss. Aber wie soll ich das reinigen? Muss ich jetzt einfach hier die Monster bekämpfen? Oder ist irgendwo eine Feuerquelle, wo ich dann hier nach und nach alle Fackeln entzünden kann? Ja, hier geht's anscheinend los. Naja, dann machen wir das mal. Geht gar nicht. Naja, aber das muss ja... Das muss das Rätsellösung sein. Ja, ist natürlich blöd. Ich müsste eigentlich etwas höher stehen. Na, das ist ja jetzt Mist. Jetzt muss ich genau so blöd... stehen, dass ich da auch nicht die Fackel abschieße, sondern dass der Feuereffekt noch mitgenommen wird. Das ist ein bisschen hakeliger von der Steuerung als noch im Hauptspiel. Also Pfeil und Bogenschießen, das macht hier jetzt nicht so viel Spaß. Ich meine, ich kann auch schon froh sein, dass wir hier so eine Art Auto-Fokus haben. Dass die Heldin, wenn sie etwas schießt, da merkt man irgendwie, dass sich sowas einrastet. Und dann habe ich auch die Fackel genau getroffen. Jetzt haben wir den Feuereffekt nicht mehr mit drauf gehabt. Okay, wir machen es nochmal. Immer noch nicht. Jetzt hat es funktioniert. Okay. Oh, das wird nichts. Ich sollte hier woanders hinschießen. Hat ausgereicht. Ey, wir standen einen Meter weit weg. Schade. Okay, das ist ja interessant. Es ist also schlauer, wenn du dich einfach so... Warum auch immer. Du stellst dich neben der Fackel hin. Aber Ash schafft es trotzdem, den Feuerbonus auf den Pfeil zu kriegen. Das muss man wissen. Weil so kannst du ja... dann doch ein bisschen bescheißen. Das ist natürlich physikalisch unmöglich, dass wir daneben schießen und dann ist es trotzdem so, als wenn wir Feuer ausgelöst hätten. Also, naja. Ist aber für das Rätseln trotzdem eine Vereinfachung. Also, ich möchte es nicht missen. Das ist schon okay. Können wir gerne so beibehalten. Ne? Muss ich nur für die Zukunft auch so wissen.
gefällt mir. Und noch mehr Monster. Ey, das ist so... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum das Kämpfe hier so ätzend ist. Es passiert sehr oft, dass du einen Schlag machst und der Diener schlägt dich auf. Gut, Heldin. Du solltest es als nächstes mit Demeters Lebenswasser versuchen. Naja. Es ist eher so eine... So ein Durchwuseln. Wir wuseln uns hier irgendwie durch, also... Ja, lieber mal abspeichern und einmal aufheilen, das kann nicht schaden. Und wir sollen was machen? Wir sollen mit dem Lebenswasser irgendwie was machen. Also nochmal den Weg zurück. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich meine, unten auf der Karte wird es ja angezeigt, aber ich hoffe, ich muss erstmal nicht so viel kämpfen. Kein Bock auf Kämpfen. Es ist halt so eine Geschmackssache. Ich weiß nicht, ob ihr das hier besser findet. Tenke hat ja reingeschrieben, ihr findet hier den dritten DLC besser. Ich muss sagen, ich finde den dritten DLC jetzt nicht wirklich besser. Also er ist von der Schwierigkeit, ja klar, ist das Beste, was wir spielen können. Also mit Abstand das Beste. Jetzt muss halt jeder für sich selbst entscheiden, wie mag man es denn lieber? Will man einfach mehr kämpfen und dadurch gefordert werden? Oder will man... coole Rätsel haben und einfach vom Verstand her gefordert werden. Und ich finde, hier bei Immortals Phoenix Rising habe ich mal genossen, diese Rätsel-Dungeons. Das war cool. So innerhalb einer Stunde in einem Dungeon zu sein und da ein paar Schalter zu aktivieren und dann hat sich so eine Bodenplatte freigeschaltet, dann ist Wind rausgekommen, du musstest vernünftig fliegen, du musstest vernünftig ausweichen, ne? Gucken, wo ist jetzt der richtige Weg, Laser blockieren, das alles, das ist für mich Immortals Phoenix Rising und das ist hier in einer sehr abgespeckten Variante im dritten DLC. Also hier wollten sie es wahrscheinlich den Spielern, die das Rätsel überdrüssig geworden sind, mal eine Abwechslung schaffen, haben sie auch geschafft. Nur es ist halt, man kann es nicht jedem Spieler recht machen. Also wer hier wirklich viel kämpfen möchte, wird bestens unterhalten, alle anderen... werden sich wahrscheinlich so wie ich eher ärgern. Und jetzt kann ich hier das Wasser draufpacken, dass die alle hier abhauen. Das ist so wie wenn Maulwurfsgrillen den Garten überfallen. Da haben wir auch immer irgendwelche komischen Chemikalien in die Erde reingepumpt. Damals noch. Also Vater wusste schon, was er da macht. Und da waren wir immer jedes Jahr auf Maulwurfsgrillenjagd. Gut gemacht, Ash! Schrei doch nicht so. So, haben wir's? Haben wir jetzt die erste für unser Team gewonnen? Ist die mit dabei uns? Gerade rechtzeitig. Jetzt ist es wohl an der Zeit, dass meine kleine Gästin ihr neues Zuhause bezieht. Nicht, dass mich ihre Zerstörungswut gestört hätte. Ihr neues Heim ist schon bezugsfertig. Tolle Lage, gute Schulen, Parkplätze, alles. Und angenehmere Nachbarn. Gern geschehen, du kleine Schmarotzende. Naja, Ash, du hast Wort gehalten. Und ich schätze die... Die Welt ist aus den Fugen geraten. Natürlich braucht ihr mich. Ich bin Leben und Tod, Ernte und Dürre. Ich bin echt klasse. Aber seit ich keinen Kontakt zu meiner Tochter mehr habe, versuche ich, alles irgendwie unter Kontrolle zu halten. Darüber habe ich das große Ganze aus den Augen verloren. Es geht wirklich um das große Ganze. Bitte, du hast ja keine Ahnung, wie unberechenbar die Welt ohne dich ist. Nun gut. Fürs Erste gehe ich zurück auf den Olymp. Ich habe zu tun. Hey, das ist die Erste, die wir zurückgewonnen haben. Cool. Morgen deine Erden ertragreich sein, Sterbliche. Das ist der erste richtig große Erfolg, den wir haben. Demeter wuselt hier schon überall wie wild rum, räumt ordentlich auf und schreit Hermes an. Ha, besser ihn als mich. Ja, weiter so, Ash. Du machst das wirklich gut. Ach, die Dialoge, ich finde sie klasse. Ich finde sie einfach klasse. So, und jetzt haben wir eine coole neue Essenz bekommen. Und die schauen wir uns an, denn das ist ja eine stärkere Form, eine grüne. Mal gucken, ob wir das irgendwo austauschen können. Weil ich muss wissen, was sich hinter den Effekt
versteckt. Der versteckte Effekt. So, ich muss bei Heldengaben mal schauen. Und jetzt bin ich gespannt, was habe ich hier drin? Ja, ich habe hier eine Chance, 50% eines Gesundheitsfeldes aufzufüllen. Naja, ich weiß nicht, könnte ich austauschen? 60% Chance bei einem Treffer, 9 Sekunden lang alle 2 Sekunden 135 Schaden zuzufügen. Das sollte ich machen. Oder haue ich das in den Schwert rein? 60%? Aber wieso ist denn hier Flächenschaden? Essenz des Brandes. 9%ige Chance. Hier ist auch nur 9%ige Chance. Nee, dann, da ich ja diesen Heldenschub wirklich sehr oft mache, nehme ich das mal. Ich meine, Lebenspunkte zurückbekommen ist ganz nett, aber wie oft benutze ich in einem Kampf den Heldenschub? Vielleicht so 4-5 Mal, je nach Welle. Und da sind 50% eines Gesundheitsfeldes nicht viel. Da ist mit Schwertangreifen immer noch das Beste. Deswegen werde ich das mal nehmen, weil 60%, so 2 von 3 Schlägen, greift der Effekt. Und dann ist der Gegner vergiftet und oft, gerade bei diesen nervigen Schildtypen, sollte es ja ausreichen, dass die down gehen, nur weil sie vergiftet sind. Das nehme ich auf jeden Fall mit rein. Nein, das war falsch. Das war auf alle Fälle falsch. So, wollten wir es machen. Hallo, bitte nochmal zurückrüsten. Und hier haben wir Gesundheit rein. Oder war es Ausdauer? Hatten wir Ausdauer? Bin ich mir gar nicht so sicher. Ist ja aber auch wurscht. Wir haben genug Gesundheitspunkte. Da können wir ruhig ein wenig auf Ausdauer mehr setzen. Ja, schön. Haben wir wirklich die erste für unseren Olymp gewonnen. Das ist richtig cool. Dann gehen wir jetzt hier zurück und versuchen noch die stinke Blume für Poseidon zu erhalten. Ja, und ich denke, von der Geschichte wird es genauso kommen. Er wird die bekommen. Er wird es seiner Liebsten geben. Sie wird sich ärgern, warum er ihr stinke Sachen gibt. Und dann wird er erzürnt sagen, ach scheiß Weiber, komm, ich gehe auf den Olymp zurück. Also so in der Art stelle ich mir das gerade gedanklich vor. Denn Poseidon wird ja so wie Zeus eher hingestellt, als sei er nicht wirklich göttlich. Als sei er einfach nur ein total... Ja, ich sag's lieber nicht. Er ist einfach ein sehr spezieller, normaler Mensch, der hinter Frauen her ist. Sind ja alles hier schwere Nörter. Schon mal aufgefallen so, dass sämtliche Götter, die viele Muskeln haben, erzählen immer von Frauengeschichten? Ist das gottesgleich? Wer weiß es? Vielleicht ist ja der Mensch so. Weil wir sind ja das Abbild der Götter. So sagt man ja. Okay, jetzt gehe ich nach oben. Oder erstmal nach unten. Wo ist denn hier oben? Das ist Osten, ne? Weil Norden sehen wir, ist ja gerade links. Ja, und ich muss mal dafür sorgen, dass die Giftschwaden weggehen. Ich kann leider auch nicht gleiten, ne? Noch nicht. Da unten sind Kämpfe. Müssen wir die haben? Nee. Ich gehe erstmal nach oben. Nein, da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Ja, die werden da wohl nicht hier hochkommen. Das muss sie sein. Die Stinkblüte, ich hab sie. Oh Götter. Ash, alles in Ordnung? Sie stinkt so hart. Mann, wir schießen hier schon wieder. Guck mal, da willst du dich ja einmal abernten. Das ist auch so nervig. Das ist wieder so Kategorie. Echt blöd, dass man nicht sieht, wo die Gegner herkommen. Da haben die uns von oben irgendwo gesehen. Das ist doch mega nervig, oder? Und was wir an Schaden kassieren, das ist so richtig krass.
Ey, wir haben schon fast wieder alle Lebenspunkte verloren. Das kann's doch nicht sein. Und jetzt kann ich das nicht aufsammeln, weil diese Gegner da unten uns echt anvisieren. Das ist doch auch ein Scherz. Das ist doch ein Scherz. Und das meine ich, das macht eben die Immortals Phoenix Rising im dritten DLC. Es ist und bleibt einfach nervig. An der Meinung, da wird sich auch nichts ändern. Das kann ich euch schon mal sagen. Es wird sich über den ganzen DLC so fortsetzen. Ne? Ja, also Herausforderung ist cool. Ja, kann man machen. Aber die Rätsel bleiben mir hier auf der Strecke und ich habe ja schon mal gesagt, dann spiele ich lieber ein Diablo im Hardcore-Modus und erfreue mich an permanentem Loot. Tja. Jetzt müssen wir zurück und den Altar opfern. Ach, und ich will da unten einfach nicht lang. Oben will ich aber auch nicht lang, weil das ein Gegner. Ich habe einfach auch keine Lust. Ich will gar nicht kämpfen. Ich will einfach jetzt hier nur die Quest erledigen. Weil das Kämpfen bringt mir ja auch nichts. Ey, wir sind gerade mal am Anfang. Das hatte ich ja auch schon mal gesagt in einer Folge. Überlegt mal, wie wenig wir hier freigelegt haben. Und wir haben ja schon fast die stärksten Sachen ausgerüstet. Das ist nicht gut durchdacht. Dann haben wir zwar irgendwann alles auf der Karte, sind dann lilafarbene Gegner. Schön. Ganz klasse, freue ich mich. Und was dann? Was haben wir dann gekonnt? Also das ist eben auch so ein Problem, was ich hier mit dem Spiel habe. Dass dieses Aufstärken von Waffen, es scheint halt nichts zu bringen. Man fühlt sich nicht wirklich stärker. Klar, die Schadenszahlen, die gehen nach oben. Aber es bringt einem ja nichts, wenn die Gegner ja mitleveln. Also ich spüre da diesen Progress nicht. Es kann natürlich sein, dass wenn du alle Waffen auf Stufe 4 gebracht hattest und es auch wirklich keine Gegner gibt, die nochmal härter sind als diese lilafarbenen Gegner, dann kommt vielleicht dann doch irgendwann der Progress mit rein, aber du weißt ja auch nicht, vielleicht ist ja das Spiel so geil designt, dass sie sagen, naja, dann schrauben wir ein bisschen an den HP der Gegner. Dann hat er eben mal 20.000 Lebenspunkte statt 10.000. Und wir kriegen das gar nicht mit und denken, ja cool, wir sind jetzt stärker, aber irgendwie wird die Schwierigkeit des Gegners dann immer noch angepasst. Ja, ihr hört schon raus, es ist immer noch einiges zu meckern. Dabei wollte ich gar nicht meckern. Ich habe es jetzt so akzeptiert, aber ich merke beim Spielen, dass mir das trotzdem nicht gefällt. Macht mir wenig Spaß. Und da sind sie schon wieder. Da sind schon wieder Gegner. Jetzt müsste ich wieder da durch und die nochmal bekämpfen. Das ist doch anstrengend, oder? Das ist genauso anstrengend, immer darüber zu erzählen. Ihr müsst euch das die ganze Zeit immer anhören. Das ist genauso anstrengend, ich weiß. Aber es ist nun mal einfach so. Wo sind die guten alten Zeiten hin, dass wir uns mal ganz genüsslich auf die Welt konzentrieren konnten, auf ein paar Rätsel, dass wir entspannt mal überlegen mussten für eine halbe Stunde, Mensch, wie löse ich denn das Rätsel? Wo ist denn das hier alles? Das haben wir noch gar nicht. Da sind sie, noch mehr Gegner. Also, was heißt noch mehr? Es sind genau die gleichen, die wir vorhin schon hatten, also in den letzten Folgen, nur eben alle lila. Schön, oder? Ist das nicht klasse? Jetzt muss ich hier Stinkeblumen finden. Wir waren ja im Questbereich. Sieht aus wie Aphrodite, so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, warum die Kamera jetzt auf einmal so nah rangezoomt ist. Also ich sollte anscheinend sehen, dass die Vögel bei der Statue gerade hockten, warum auch immer. Na, wo sind denn jetzt hier die Blumen? Naja, die Kamera wird uns nicht helfen. Ich gehe mal hier zum äußeren Rand. Ja, es müsste ja auf der Karte irgendwo angezeigt. Ach, sag ich nicht, ich muss es nach unten. Ne? Doch, da sind sie. Da unten sind sie. Stinkerblumen, und was haben wir? Wir haben schon wieder einen Kampf. Anders kommen wir an die Blumen nicht ran. Also wieder nichts mit Rätseln.
Na, ich sag's nochmal, das ist nicht mehr mein Immortals Phoenix Rising. Wir hätten noch eine Stärkung nehmen können, das habe ich jetzt völlig vergessen. Ich habe mich jetzt vergessen aufzustärken, ne? Ich habe den Bonus nicht mehr. Da habe ich mich zu sehr aufgeregt, dass ich vergessen habe, eine Stärkung zu benutzen, ne? Ja, es war nicht so schlau, in dem Giftkreis stehen zu bleiben. Ja, wir könnten jetzt die Gorgone als Schild benutzen, damit der Giftschuss nicht kommt. Hast du getroffen? Ich hoffe nicht. Aber wir könnten ja aus dem Boden rausstampfen, ne? So war's doch. Ja, wir haben ja gerade auch die Einführung bekommen. Hätte ich auch schon viel eher dran denken können. Oh, da ist er, eine Chimäre. Ich bin leider auch fast tot. Wir kriegen jetzt Lebenspunkte zurück. Naja, machen wir es über die lange Distanz. Mal gucken, ob der Typ... Alter, war das knapp. Es war knapp, aber wir haben es geschafft. Ach. Das war ebenfalls knapp. Wir hätten den fast besiegt. Das können wir jetzt nur über lange Distanz machen. Ich habe zu wenig Lebenspunkte. Was soll ich machen? Könnte auch einen Stein hochheben und auf den schmeißen. Das macht ja sehr viel Schaden, aber traue ich mich einfach nicht.
Jetzt haben wir ihn zurückgenommen. Das wäre endlich mal ein Effekt von unserem Pfeil. Okay, nice. Haben wir ihn vergiftet und wir kriegen sogar eine Essenz zurück. Ja, es ist halt ganz spaßig, wenn es nicht immer dasselbe wäre. Da muss man sich eben so ein bisschen drauf einstellen, dass man hier wirklich nur kämpfen muss in einer Natur. Und wenn man damit klarkommt, ja, dann ist das doch okay. Nimmst du die jetzt oder sind diese Ekelblumen jetzt meine? Ist so ein Stimmungsding. Wenn man gerade so viel kämpfen möchte und sich irgendwie so Stück für Stück dann durchwursteln will, dann ist das wirklich ein sehr guter DLC. Aber wie auch gerade schon gesagt, ich hätte es lieber, wenn wir so ein bisschen mehr Rätsel hätten und dafür weniger Kämpfe. Oh Gott, weil ich das jetzt nicht schaffe. Oh, knapp. Ernsthaft? Ich komme hier nach oben. Oh. Ich bin jetzt gestorben. Ich bin jetzt gestorben. Das wäre jetzt ein Scherz. Jetzt habe ich mich so angestrengt, dass ich keinen Schaden bekomme und bin jetzt wirklich gestorben, weil ein Müh an Energie gefehlt hat. Das ist doch einfach nicht zu fassen. Und ja, ich habe das auch in Kauf genommen. Ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass ich das nicht schaffe. Also für mich war klar, ich komme da locker hoch. Aber selbst wenn nicht, bin ich ja, wenn ich runterstürze und dann hier den Angriffsbutton drücke, bekomme ich ja dadurch in der Regel keinen Fallschaden. Also wieso habe ich jetzt Fallschaden bekommen? Weil wir sind doch gar nicht gestürzt. In dem Moment, wo ich runterstürze und dann angreife, habe ich doch den Fall, also die Fallhöhe überwunden. Das hat bisher immer geklappt. Wieso habe ich jetzt Fallschaden bekommen? Ach Mann, ey, das ist also... Ich glaube, ich mache dann erstmal eine Pause und gehe mal raus eine Runde laufen. Ach, und noch mehr Gegner. Nervig. Nervig, 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 nervig. Ey, wenn zumindest diese Kinderhorn so, weiß ich nicht, also alle 10 Minuten kommen würden, ja, dann wäre das auch in Ordnung. Aber wirklich alle 2-3 Minuten nochmal eine Gegnerhorde und nochmal eine Gegnerhorde. Oh, es ist so ermüdend einfach. In Kämpfen nicht verfügbar. Natürlich warten wir hier ab, bis die Monster alle weg sind. Denn irgendwo, 1 Kilometer weiter weg, hat ja ein Titan noch sein Auge auf mich. Und deswegen darf ich hier den Altar nicht benutzen. Cool, oder? Mal schauen, was hat das gekostet? Ich meine, ich habe so viel... Ja, natürlich benutze ich das. Ich meine, warum soll ich mir das aufsparen? Macht ja auch wenig Sinn. Und das werde ich auch gleich benutzen. Oder, naja, wobei wir sind ja ganz gut durchgekommen, aber es verkürzt auch einfach die Zeit, die wir brauchen. Es macht schon Sinn, gerade bei so vielen Kämpfen das auch dauerhaft zu benutzen. Ich könnte mich halt nur aufhalten, dass ich einmal eine Wiederbelebung gerade verdonkt habe. Das ist wirklich eine Sache, die gefällt mir überhaupt nicht. Und jetzt... Ja, wohin eigentlich? Jetzt haben wir diese Duftblumen gesammelt. Was muss ich jetzt damit machen? Das will doch Poseidon haben. Wo ist jetzt Poseidon? Wo ist er? Und woher weiß übrigens auch Ash, wo Poseidon sich befindet? Wo müssen wir hin? Das hier? Ist das hier unten? Hier ist ja das Göttin des Herdfeuers, das Häuser und Familien schützt. Ash muss Hestia finden und sie davon überzeugen. Finde den Altar der Wunder. Und das hier? Ach, der will verschiedene Sachen haben. Okay, ich habe jetzt diese Stinkeblumen gesammelt. Das ist ein Teilgebiet. Und jetzt muss ich eben hier hin, um das zweite an Poseidons Aufgaben zu erfüllen. Und dann muss ich hier hin das dritte von ihm erfüllen.
Und dann habe ich ihn wahrscheinlich auch für mein Team gewonnen. Naja, dann gehen wir erstmal in Richtung Hestia, denn da kriege ich ja ein weiteres cooles Item hoffentlich. Ja dann, wir kurzen ab. Und nehmen noch nicht diesen Effekt. Abspeichern werde ich auf jeden Fall auch gleich. Na, immerhin haben wir eine Belohnung bekommen, ein Item von der Chimäre. Ist ja besser als nichts. So, Schnellreise. Hier unten haben wir, glaube ich, noch nichts freigelegt. Finde den Altar der Wunder. Ach, hier ist auch ein Altar, oder muss ich nach drüben fliegen? Naja, wir werden es ja gleich feststellen. Ja, als Tipp gab das Spiel dir ja auch sehr oft, gerade hier in diesem Ladescreen, man soll flüchten, indem man das Pferd ruft, um schnell abhauen zu können. Ja, man wird auch von alleine irgendwann drauf kommen, dass man keinen Bock mehr hat auf die Kämpfe und dann wird man auch wirklich mit dem Pferd flüchten. Problem ist nur, wie auch schon immer wieder angesprochen, wenn du mit dem Pferd wegrennst. Es ist ja nicht so, dass du von einem Kampf wegrennst und hast Ruhe. Es ist ja eher so, du rennst von einem Kampf weg und sprintest in den nächsten. Und von dort wieder in den nächsten. Also auch das keine Seltenheit, dass man in einer Tour aus Kämpfen versucht zu flüchten. Oder man stellt sich einfach dem Kampf und nimmt es hin. Ist halt ein schönes Spiel. Ja, nutzen wir. Wir nutzen alles. Wollen wir hier mal Just for Fun das auch noch benutzen? Ach komm, ja. Wir benutzen einfach mal hier Gar Gunst des Zeus. Da haben wir jetzt für 25 Minuten nochmal Ruhe. Das ist doch auch schön, oder? Weil dann weiß ich, ich spiele jetzt 25 Minuten, dann halte ich mal meinen Sappel. Und dann versuchen wir einfach mal hier durchzukommen. Innerhalb von 25 Minuten. Mal gucken, wie weit wir kommen. Bei meinem Glück schätze ich, dass wir jetzt dann wirklich mal in einen Rätsel-Dungeon kommen. Dann sind nämlich die 25 Minuten, die ich gerade genommen habe, nämlich für einen hohlen Zahn. Götter, bitte wacht über mich. Altar freigeschaltet. So, mal gucken, was können wir jetzt machen. Ich hab Gott sei Dank alles. Sehr schön. Plattform aktivieren. Opfere eine goldene Olive von der Südfeldebene, um andere Ressourcen um Hermes dazu bringen. Dazu zu bringen, die bewegliche Plattform zu aktivieren. Ja, machen wir. Machen wir. Erfolg. Hermes. Bote und Schelm. Bitte nimm diese Opfergabe an. Ohne Schelmerei. Und da drüben, da wartet sie schon. Eultena. Finde einen Weg zur nächsten Insel. Ist das kalt hier. Willkommen in den eisigen Landen der Frostwindhöhen, Ash. Das ist die Heimat des Boreas, dem grantigen Alten aus dem Norden. Nee, der grantige Alte sitzt hier und macht die Aufnahme. Boreas? Und vielleicht auch Hestia? Sie könnten ja beide hier sein. Gut, dann mach dich lieber ans Erkunden, ehe mir die Federn vereisen. Ja, ich will ja auch erkunden, wenn nicht so viele Gegnerhorden immer auf mich warten. Ich friere mir hier die Klauen ab. Musst du noch irgendwas wissen? Ja, wie kann ich hier das einstellen, dass die Gegner nicht mehr so oft spawnen? Region, was soll ich jetzt tun, Boreas? Pass auf, Ash. Ich war nicht immer nett zu dir. Aber du bist eine Heldengestalt, die meiner Heldengestalt würdig ist. Du und Phoenix, ihr schafft das. Für mich als Eule ist es da oben zu windig, aber ich weiß, dass ihr es auch ohne meine Hilfe schaffen könnt. Und damit ist dieser ernste Moment auch schon vorbei. Jetzt geh, bevor der Drang, dich zu verspotten, wieder überhand nimmt. Da spricht die Kälte aus ihr.
Oh, neue Fähigkeit, nice. Ach, endlich. Heldenhafter Aufstieg. Das ist einer meiner Lieblingsskills. Wow! Ich dachte immer, ich wäre Athena egal. Was? Hast du etwas über einen Wal gesagt? Nein! Ich bin Athena nicht egal! Athena ist eine Eule, kein Wal! Wie kann man das denn verwechseln? Vor allem, du siehst das auch so schlecht. Auch, ich meine, klar, die leuchten ganz kurz vorher, ne? Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass die auch schon vorher besiegt werden. Die haben immer so ein ganz, ganz kleines Fitzchen an Lebenspunkten noch übrig. Ja, der Betäubungseffekt ist immer noch der beste. Es ist aber nicht mehr so, dass wir den Gegner betäuben können, weil wir mit der Axt draufhauen. Es ist so ein kompletter Random-Effekt. Musst du eben skillen und hast dann eine gewisse Wahrscheinlichkeit, so 6-10% oder so, dass der Gegner bei einem Treffer betäubt wird. So ist das hier zu verstehen. Und ich gehe mal auf die Karte. Ach, geht ja gar nicht. Ist ja alles noch nebelig. Das heißt, hier werde ich wahrscheinlich noch nicht weiterkommen. Ich muss wiederkommen, wenn der Wind nachgelassen hat. Okay, alles klar. Und das kennen wir ja auch noch. Frostige Winde, die dir die Ausdauer wegnehmen. Ist nicht meins? Nein. Da komme ich auf jeden Fall später wieder. Genau wie Ash das gesagt hat. Dann gehen wir erstmal lieber nach oben. So, und hier muss ich auch gar nicht kämpfen. Vielleicht reite ich einmal so lange... Oh, hat's geschafft. War eine Überraschung. Ich dachte, dass das Pferd schafft es nicht. Oh, keine Gegner. Leute. Haben wir etwa hier einen ganz, ganz sorgenfreien Aufstieg? Ich kann es ja gar nicht glauben. Okay, ist der nervige Schild schon mal weg? Nein, Zyklop! Hat er uns getroffen? Ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen! Machen wir platt! Den machen wir platt! Ja, ich glaube, wir sind hier auch viel schneller, wenn wir mit Pfeil und Bogen draufhauen. Oder? Wir holen irgendwas? Alter, hab ich gerade Schwein gehabt. Hab ich gerade Schwein gehabt, dass der gestunt wurde. Zweimal sogar. Da würde ich auch heulen an seiner Stelle. Und wir kriegen sogar sehr viele Lebenspunkte wieder zurück. Ach, es geht noch weiter.
Natürlich geht's noch weiter. Ich habe aber vergessen, es gibt ja hier haufenweise Arena-Kämpfe, die so viel Spaß machen. Alter, hässliche Scheiße einfach. Du kannst die auch nicht zurücknocken. Das ist auch so eine ganz komische Mechanik. Es war beim Hauptspiel auch so, dass wenn du mit der Axt angegriffen hattest und er hat das Schild so kurz weggenommen, dann war er zumindest für ein paar Sekunden erstmal bewegungsunfähig, handlungsunfähig. Und hier ist es so, das interessiert die alle gar nicht. Du kannst attackieren, wie du möchtest. Die sind einfach nicht gestunt. Es sei denn, du hast Glück und machst einen Betäubungsschaden. Es ist... Ich weiß nicht, es ist... Es ist halt nicht so cool. Wenn Hestia hier ist, hat sie hoffentlich eine Jacke dabei. Einer Feuergöttin wird das nicht gefallen. Hm. Oh, jo. Gehen wir mal hier nach oben. So. Götter, bitte wacht über mich. Ach man, es gibt so viele schöne Gebiete, die man auskundschaften kann und es macht so wenig Spaß leider. Ja, ich glaube, ich höre hier erstmal auf. Ich muss mal gucken, wie lange das jetzt gewesen ist und es ist bisher noch nie so vorgekommen. Ich fühle mich jetzt auch wieder so, als ob so 2 Stunden um sind und 1 Stunde 20 und dabei hatte ich ja noch die Controller-Probleme, also gerade mal 1 Stunde gespielt. Das ist auch ein Zeichen, dass mir das hier einfach nicht gefällt. Ich meine, ich weiß noch, bei Immortal Phoenix Rising, da ging die Zeit wie im Fluge vorbei. Man hat gezockt, sich einem Rätsel hingegeben, hatte ein paar Kämpfe und dann weiß ich nicht, dann waren so 2 Stunden vorbei und man hat das Gefühl, das ist so gerade mal 1 Stunde irgendwie vergangen und hier ist es genau umgedreht. Es fühlt sich alles so an, als wenn das eine Strafe wäre, das Spiel zu spielen. So geht's mir gerade. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Es sind die Punkte, die ich ja negativ immer wieder geäußert hatte. Die sind sogar so schlimm, dass ich hier auf jeden Fall das Let's Play aufhöre. Es gefällt mir einfach nicht. Das Spiel gefällt mir so, wie es jetzt hier ist, nicht. Ich vermisse die Rätsel. Es sind mir zu viele Kämpfe und ich habe jetzt nicht Lust, Folge für Folge immer euch nur Kämpfe zu präsentieren. Weil wir machen doch nichts anderes. Wir sind doch nur am Kämpfen, oder? Was haben wir denn heute geschafft? Wir haben einmal irgendwie mit einem Pfeil geschossen, Pfeil und Bogen und ein paar Fackeln angezündet. Was auch super lame gewesen ist. Und dann haben wir doch nur gekämpft. Wir haben doch nur gekämpft und irgendein Zeug gesammelt. Das kann's doch nicht sein. Ist das jetzt hier der dritte DLC oder was? Ich sag nochmal, das ist für diejenigen, die jetzt hier eine hohe Schwierigkeit auf Albtraum haben wollen. Für die ist das super. Jetzt könnte ich... Was kann man jetzt machen? Also ich kann von der Schwierigkeit nach unten schalten... Wäre ja eine Idee. Aber dann würde ich ja auch nur durchwaschen. Dann würde ich durchwaschen von einem kleinen Rätsel zum anderen. Und da habe ich ja auch wenig Lust. Vielleicht spiele ich dann doch den zweiten DLC und werde euch den zeigen. Weil dann habe ich es lieber, dass ich in die Ego-Perspektive gehe, mich an der schönen Welt erfreue, weil ich sie einfach bestaunen kann von oben bis unten. Dann kann es nicht passieren, dass ich mich nerve, dass ich die Harpien nicht sehe. Dann kann es nicht nerven, dass der Gegner anscheinend überhaupt nie anfällig ist auf irgendwelche Attacken, dass er nie zurückgenockt werden kann. Es sei denn, du rüstest dich aus mit einem dementsprechenden Effekt. Und dann kann es auch nicht passieren, dass ich mich darüber ärgere, dass wir in einer Tour irgendwelche nervigen Kämpfe haben. Denn es läuft ja alles darauf hinaus, dass wir immer nur am Farmen sind. Wir farmen die Gegner, also kämpfen so gefühlt 10 Minuten, kriegen die Items, nutzen die Items, um uns zu stärken, um was dann zu machen, um dann nochmal zu kämpfen. Um sich dann noch weiter zu stärken. Ich weiß nicht, das ist nicht cool. Das ist irgendwie nicht cool. Oder ich bin gerade in einem Moment...
Das ist doch einfach die falsche Zeit. Vielleicht sollte ich das Spiel später irgendwann spielen. Wenn ich so Bock auf sowas habe. Weil eigentlich gefällt es mir ja, aber irgendwie ist... Es ist nicht das Immortals, was ich haben möchte. Nicht das, was ich spielen möchte. Auch nicht das, was ich erwartet habe. Und ja, auch wenn es vielleicht beim Zugucken euch die Spielmechanik besser gefallen hat als die anderen Teile. Aber ihr müsst es einfach mal selbst spielen. Spielt das mal selber und sagt mir, also das würde ich jetzt echt mal wissen. Wer von euch hat das Spiel gespielt und wer von euch findet das auch so cool, wie es jetzt hier ist? Oder findet ihr die DLC vorher cooler? Weil wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, nehme ich meine kostbare Zeit und investiere die für vielleicht die Pantheon-Rätsel? Weil die haben ja schon Spaß gemacht. Vielleicht nehme ich auch den ersten DLC. Da habe ich zumindest das, was ich genau gerade Bock drauf habe, nämlich Rätseln. Rätseln und ein bisschen was an Auskundschaften. Und nicht nur kämpfen, 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 weil, ich weiß, ich wiederhole mich, aber dann, vielleicht spiele ich wirklich mal wieder Diablo. Da habe ich jetzt zumindest Bock bekommen. Weil Diablo ist zumindest die Loot-Steife ziemlich cool. Weil hier bekommt man ja auch nichts Cooles. Man kämpft so 10 Minuten und kriegt dann irgendwie einen Chimärenschwanz. Klasse. Und für was? Für eine Stärkung, die dir im Endeffekt ja auch nichts bringt. Weil diese eine Stärkung gibt dir... Was gibt sie dir? 6% auf eine Chance Betäubung? Naja, mal gucken. Also ich werde irgendwann weiterspielen, aber... Machen wir noch was Positives am folgenden Schluss heute. Und zwar, ich habe einen Trailer gesehen von Tales of Arise. Und wisst ihr was? Den gucken wir uns jetzt mal an. Weil ich will die Folge jetzt nicht hier mit so einer miesepetrigen Laune beenden. Wir machen mal was Positives. Das gehört zwar hier im Let's Play überhaupt nicht mit rein, aber wir gucken uns mal an, was der Tales of Arise Trailer zu bieten hat. Das ist Tales of Arise. Da ist unser Hauptheld. Mit einer Maske, Alfen und das Erste, an was ich gedacht habe, als ich das gesehen habe, wir werden gleich nämlich ein paar Szenen sehen. Das hier zum Beispiel, das ist so eine Wüstenlandschaft, das sieht alles sehr, sehr cool aus, also da möchte ich mich am liebsten schon wieder hypen lassen, aber auf keinen Fall darf der Hype entstehen, auf gar keinen Fall. Als ich das gesehen habe, dachte ich, cool, Monster Hunter hat ein neues Update bekommen. Weil es sieht doch 1:1 genauso aus wie die Welt aus Monster Hunter, oder? Wir haben hier ein paar Sachen, die wir looten können. Auch die Pflanzen sehen ähnlich aus. Hätte man ja auch anders designen können. Und auch die ganze Wüstenlandschaft erinnert mich komplett an Monster Hunter. Auch die Monster, die wir da unten sehen. Und das sieht schon mal cool aus. Weil ich werde mich an die sehr schönen alten East-Teile erinnert. Und ich glaube, das wird mir gefallen. Ich finde es auch cool, dass die Frau so Schuss-Skills hat. Habt ihr denn gesehen, da hinten, da war so ein Essenssymbol, Gabel und Messer. Auch hier wird Kochen wahrscheinlich wieder eine tragende Rolle spielen. Jetzt haben wir hier einen kleinen Einblick in den Skillbaum, der bestimmt am Anfang noch ist. Und ja, optisch, ich find's Hammer. Es ist genau so ein Spiel, es gefällt mir auch von der Musik her, ist auch in Ordnung. Level 9 Golem. Und auch hier sehe ich Ähnlichkeiten zur Ys-Serie. Weil der Held, der ist gerade perfekt ausgewichen. Wir können breaken. Auch das erinnert mich sehr stark an Ys. Und er hat einen Schwachpunkt. Man konnte hinten seinen Kern anscheinend zerstören. Ja, und so hat man eben eine schöne Erkundung. Das Charakterdesign ist, ich weiß nicht, es wirkt schon fast altbacken. Es könnten auch tatsächlich Charaktere sein, die ebenfalls von einem East-Teil kamen, aber eben von, keine Ahnung, 2015 oder so. Aber stört mich gar nicht. Ich bin ein großer Freund von diesem Anime-Look und so wie es aussieht, perfekt. The plan was always for me to take you guys to Cislodan anyway. But a word of advice. Oh? There's a forest we have to pass through on our way there. I won't lie to you. It'll be dangerous. More Zoogles? Wild ones at that.
Okay, jetzt sehen wir hier noch ein bisschen Geschichte. Das soll es auch schon gewesen sein. Abschließende Worte. Es gibt auch bald das Update von Monster Hunter Rise. Am 27. soll wohl auch so eine Art Showcase kommen, 16 Uhr. Ich bin da arbeiten, kann das nicht streamen, auch nicht aufnehmen, nichts darüber sagen. Aber sollte ab dem 27., das ist ja auch schon in ein paar wenigen Tagen, tatsächlich das erste Update kommen, wird sowieso Monster Hunter gezockt. Ich glaube, da ist die Freude, also jetzt, wo ich Tales of Arise gesehen habe und ich weiß, Monster Hunter Rise kann ich auch bald wieder farmen. Neue Apex-Monster, neue Drachenälteste. Da steigt gerade meine Laune wieder. Da steigt gerade meine Laune und ich vergesse Immortal Phoenix Rising. Ich werde es wirklich beiseite legen und ich werde nochmal den ersten oder zweiten DLC mir vorknöpfen. Oder ich versuche das mal, die Platin-Trophäe zu holen beim normalen Hauptspiel. Dann spiele ich lieber mit Phoenix und lass Ash erstmal so liegen. Und vielleicht schalte ich dann doch später dann wirklich nochmal mit der Schwierigkeit runter. Weil es gibt ja keine Trophäe für das Spielen auf Albtraum. Aber ich fühle mich dann immer so, als wenn, na komm, ich bin zu schwach für diesen Modus. Also wir sind nicht zu schwach für diesen Modus. Wir würden das alles schaffen. Nur ist es einfach ein super nerviger Prozess, weil das alles nur aufs Farmen hinausläuft. Gar nicht mal so sehr, wie gut du es drauf hast. Na, wobei, vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht gibt es ja wirklich Spieler, die den dritten DLC so krass beherrschen, dass sie in einer Tour perfekte Paraden machen, perfekt ausweichen bei Gegnerhorden, die da richtig Spaß empfinden. Ne? Na egal, aber mit diesen schönen Bildern verabschiede ich mich vom heutigen Part und von dem Let's Play, was das dritte DLC angeht. So schnell wird davon kein Teil mehr kommen, das kann ich schon mal sagen. Aber freut euch auf das hier. Kommt im September anscheinend und freut euch auf Monster Hunter. Da machen wir ein paar Streams und da werde ich den ganzen Frust rauslassen, indem wir einfach Monster klatschen. Hat richtig Bock. So, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zugucken, auch wenn es keine schöne Folge war. Ist mir aber egal. Witze machen. Weil Witze machen, ich kann ja mein eigenes Spielegefühl nicht irgendwie ändern. Ich würde es gerne für euch weiter aufnehmen, aber macht mir keinen Spaß. Zurzeit zumindest nicht. Mal sehen, ob sich ändert. Ich wünsche euch trotzdem noch alles Gute und einen schönen Sonntag und dann bis zum Monster Hunter. Macht's gut, drin ihr hauen und tschüss.